Aloha, ich grüße euch. Ja, der Shoppingwahn geht weiter. Ich habe hier meine restlichen Schätze von Preismapper, von Vibra und wir haben einen neuen Laden entdeckt. Der hat noch gar nicht so lange auf. Die Grenze direkt gegenüber von Preismapper war ich selbst auch noch nie drin. Oberhammer. So, ich stelle die Tüte jetzt weg und dann fangen wir an. Mit die Grenze. Das war nicht auch der erste, wo wir dann drin waren. Klar, wir waren natürlich erst im Action, aber da habe ich euch ja schon, Entschuldigung, die Sachen gezeigt. Und im anderen Haul kann ich euch hinten dran hängen an mein Video, wer es noch nicht gesehen hat. Warum geht jetzt hier jetzt nicht auf? Weil ich will es eigentlich auch nicht zerreißen, weil es kann man immer noch als Müllbeutel nutzen. Nee, das. Ich versuche es mal so rauszukriegen. So, kleine Putzschwämme. Kriege ich das alles so raus? So, ihr könnt euch die Schwämme ja schon mal angucken. Drei Stück, 1 Euro. Also drei, die ganzen Pakete, 1 Euro. Ich nutze die im Haushalt weniger. Wirklich, wenn mal irgendwie draußen was ist oder, ne, dann nehme ich diese Billigschwämme. Oder halt zum Färben mit Papier. Zum Stupfen, zum, keine Ahnung, irgendwie drüber gehen oder ein bisschen was aufrauen. Dafür nutze ich die und ich fand diese kleinen richtig handlich. Und ich denke auch, drei Pakete für 1 Euro und so schön bunt, meins. Ne? Da kann man ja nicht motzen. Ich habe hier in dem Paket auch noch ein Prospekt drin. Wie gesagt, das ist in den Niederlanden, in Sittard-Gelen. Die haben Medikamente, die haben Waschmittel. Also ich glaube, das ist so ein Havarieladen. Ich denke, ich weiß es nicht. Hier habe ich den Prospekt. Ne? Also, okay, das war, die suchen Mitarbeiter, aber so heißt der Laden. Ne? Medikamente, die Grenze. Ja, die haben natürlich auch Medikamente. Medikamente gibt es ja in jeder Drogerie dort und auch im Lidl, ob Ibuprofen oder für die. Für die Allergie oder. Ne? Also sie haben wirklich viel Auswahl. So, ja, das war meine erste Ausbeute. Richtig gut. Auch Kaffee konnte man da kaufen. Dosen, also wie gesagt, alles Mögliche. Also es ist jetzt nicht ganz so bastellastig. Ich hoffe, es ist trotzdem in Ordnung. Dann hatten die ganz viele Douglas-Artikel. Das ist ein Täschchen für 2,50 € von Douglas. Ich fand das richtig cool, auch für Stifte oder irgendwas aufzubewahren oder auch mitzuschleppen, was ich dann, hier ist noch ein bisschen Seidenpapier drin, ne, was ich dann sehen kann. Ich kann es schön zusammenklappen, ich kann da noch was zwischenklemmen und hier kann ich sehen, was drin ist. Das fand ich mega. Die gab es auch in mehreren Farben. Ich habe jetzt nur die eine mitgenommen. Aber cool, ne, vor allem für den Preis. Ja, dann durfte noch hier dieser fluffige Schwamm mit. Ich weiß nicht, was der gekostet hat. 1 Euro. Ne? Also hinten so ein bisschen Luffa. Dann hier eine Handschlaufe. Ihr wisst, ich nehme gerne Seife. Und ich habe halt auch diesen, aus diesem Material hier, diesen Ball, diesen Seifenball. Kennt ihr ja bestimmt auch. Gibt es überall von Apple und Ei. Und ich denke, auch das ist auch mal nicht schlecht mit der Handschlaufe. So. Ja, dann durfte ein Scherchen mit, ne, eine Nagelschere. Ich meine 2,50. Aber da ist ja immer, die sind ja richtig teuer, auch bei Rossmann. Wenn man da gute kauft, geht es auch irgendwie ab 6 Euro aufwärts. Ne, und ich denke, boah, Douglas Eigenmarke und dann 2,50 oder 2,99. Denke ich, das ist okay, da kaufst du keinen Mist und ja, durfte mit. Ja, das hier brauche ich ja auch mal. Ich habe ja immer Theo Weigel. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere von euch den noch kennt, die Älteren bestimmt. Ne? Ich habe Augenbrauen wie Theo Weigel. Also ganz im Ernst, ich habe Augenbrauen, die muss ich immer schneiden. Und vor allem muss ich die kämmen. Vor allem, wenn ich da ein bisschen frisch gefärbte Haare habe, dann muss ich die auch ein bisschen anpassen mit Augenbrauenzeug, also mit Farbe. Und da muss ich auch ein bisschen kämmen. Und ja, mein Kamm sieht schon ziemlich usselig aus, wenn man den immer nutzt. Und
ich glaube, der hat 1 Euro gekostet. Ich weiß, also wirklich günstig. Denk, den gönne ich mir mal, ne, damit ich meine Theo Weigel-Augenbrauen in den Griff bekomme. So. Eins. Ich krame, ich krame, ich krame. Da. So. Dann durfte Mascara mit. Ich weiß jetzt nicht, wie die ist. Ich wollte ja eigentlich keine günstige mehr kaufen. Aber weil ich mit der, die ich habe, eigentlich ganz zufrieden bin. Ich habe es jetzt doch getan. Ich denke, ja, komm, Douglas, ne? Devil Eyes, Teufelsaugen. Mal gucken. Notfalls nimmt es meine Tochter auch. Die nimmt ja auch Mascara. Wo die nimmt auch künstliche Wimpern. Und nimmt alles, je nachdem, ne, ob sie weggeht oder nicht. Ich meine auch 2,50 € pro Stück. Ja, da kann man nichts falsch machen, denke ich. Ich probiere es. Ich bin gespannt. So, dann, das hatte Muriel. Ich glaube, Muriel war das. Oder Claudia, ich weiß nicht. Das sind so Stifte, da ist Desinfektionsmittel drin. Ne? Und die haben so einen Pumpmechanismus. Wenn das dann leer ist, kann man das natürlich auch für alle anderen Sachen benutzen. Irgendwas zu sprayen, die Alkohol-Inks rein. Wie Murrel sagt, hier Schimmerspray selber machen. Und so ein Ding hat 19 Cent gekostet. Also von daher eigentlich schade, dass man nur zwei mitgenommen hat. Aber halt zum Austesten. Und wie gesagt, ich bin in 20 Minuten da. Ich kann noch mal Nachschub holen. Ja, und Zwitzal, das ist meine absolute Lieblingsmarke von diesen Babysachen von Kreutwart. Ich weiß gar nicht, ob das eine Kreutwart-Eigenmarke ist. Auf jeden Fall habe ich die bei Kreutwart kennengelernt. Und ja, ich hole mir die Seife schon mal. Die lege ich auch schon mal zwischen die Wäsche. Damit wasche ich mich auch. Und die haben das Puder und also alles, was das Babyherz begehrt. Es gibt auch mittlerweile Waschmittel davon. Also auf jeden Fall Weichspüler. Und ich habe eine Kerze oder so Duftstäbe davon. Das riecht so schön nach Baby. Also ich finde es mega. Und deswegen mag ich die so gerne. Und die waren günstig, 1,50 €. Also ich fand es günstig für die Marke, deswegen durfte das mit. Müsst ihr mal dran schnüffeln, wenn ihr in Holland irgendwo seid. Oh, ich habe noch ein Kosmetikteil. Wimpernkleber habe ich meiner Tochter mitgebracht. Ich denke, Eigenmarke kann man vielleicht nichts verkehrt machen, obwohl meine Tochter, ich habe gesagt, ich habe dir das mitgebracht. Und da sagt sie, der soll eigentlich nicht so gut sein, weil sie googelt immer, wir bestellen die künstlichen Wimpern alle bei Ali. Da kommt hier so eine ganze Armee von falschen Wimpern. Aber wir benutzen guten Kleber. Also sie kauft sich guten Kleber. Ja, und ich wollte ihr eine Freude machen. Und ja, mal gucken. Also sie sagte von den Rezessionen. Also sie googelt halt immer, was ist gut, wie ist das gesundheitstechnisch. Und sagt sie, der soll eigentlich nicht so gut sein. Ich werde berichten, was sie sagt, wie gut der ist. Weil das war jetzt nur vom Lesen her. Getestet hat sie ihn noch nicht. So, jetzt geht's aber ans Basteln hier. So, was haben wir denn hier noch? Das kann ich überhaupt, das ist doch von denen ein Stift. Wie kommt, der ist ja schon abgekrabbelt. Okay, kann ich jetzt safe scannen? Ist das nicht so ein Stift, wo man das Papier dann mit, wo die schon mal, wenn man mit Scheinen bezahlt, dann okay. Ja, wenn ich nochmal hinfahre, tue ich ins Auto, bringe ich den zurück. Kann ich hier gar nichts mit anfangen. Ui, oh, habe ich nicht gesehen. Ich habe aber auch noch nicht reingeguckt, wie ihr gesehen habt am Knoten. Ja, das hatte Elisabeth entdeckt. Draht 0,38 mm mal 20 Meter. Little, kann ich nicht lesen, ich habe die Brille nicht auf. Also einmal so, ich mache den mal auf. Der war auch günstig. Ich will mal gerade gucken. Ich glaube 29 Cent oder so. Der war also richtig günstig. Kriege ich jetzt so nicht auf. Ihr könnt es, glaube ich, so, ne? So. Und dann einmal. Das ist Nylondraht, Plastik, Nylon. Nylonfaden auch für 29 Cent. Kann man auch für alles Mögliche gebrauchen. Die beiden durften mit. Für den Preis ein absoluter Schnapper. Ja, und dann kamen Ribbon-Bänder. Also Bänder. Bänder. Sorry. So. Und zwar waren da 3 Stück immer 1 Euro.
Und guck mal, die hatten sogar Rossmann-Sachen. Also von daher denke ich, das ist ein Havarieladen. Und hier ist ja, das ist ja Action. Nee, hier war aber eigentlich das. Das hatte ich, glaube ich, extra gekauft. Ich weiß nicht, wir zählen gleich mal. Also hier waren die drei von Rossmann. Aber wie gesagt, es war in dem niederländischen die Grenzeladen. 3 Stück, 1 Euro. Ja. Ne, mit Punkten in Grau, noch heller Grau und in Creme. Geht immer. Und hier, doch, ich hatte doch die Punkte. Wisst ihr, ich habe irgendwo nämlich gesagt, ich habe die Punkte gar nicht, dabei hatte ich sie doch. So, dann das hier, das ist, fühlt sich sehr wertig an und sieht auch richtig edel aus. Was steht denn da? Long Island Living, 3 Meter, Ribbon, made in India. Ja, einmal die drei Farben, war auch 3 Stück, 1 Euro. Genau wie dieses hier, gepunktet, tolle Farben, auch 1 Euro. Und das gefiel mir auch. Dann war das 29 Cent oder so, einzeln. Wie gesagt, so viel Bastelsachen hatten die nicht, aber für diejenigen, die nicht oft in den Niederlanden sind, mit Sicherheit sehr empfehlenswert, sich mit Kaffee einzudecken, vielleicht mal mit Dosen oder dem ein oder anderen Getränk, was es hier nicht gibt. Ja, Medis. Ne? Man muss immer gucken, muss die Preise im Kopf haben, aber in der Regel sind die in den Niederlanden günstiger. Hier, das fand ich auch. Ich fand es schön. Mal was anderes, ne? So. So, ich gucke in mein Tütchen. Und das Tütchen ist leer. Das war der Markt Die Grenze. Wie gesagt, ich werde, wenn ich zum Preismapper fahre, so oft fahre ich ja nicht hin, auf jeden Fall immer mal wieder reinspringen und gucken und euch da berichten. So, was habe ich hier? Preismapper. So, gut, jetzt kommen wir zum Preismapper. Da habe ich das letzte Mal schon mit geliebäugelt, für die Fugen sauber zu machen. Ja, fand ich richtig cool. 4,99, wesentlich zu teuer. Ich glaube, die kosten ganz am Anfang mal 10 Euro, dann 4,99. Dann war es die Hälfte. Ne? Der Sticker heißt immer dann nochmal die Hälfte. Aber im Endeffekt 1 Euro. Und für 1 Euro, ne, denke ich, kann man das testen. Ich bin gespannt. So. Also nicht nur Bastelsachen, auch nützlich. Ne? Okay, aber ich glaube, das Nützliche ist jetzt schon vorbei. Ne, ein Nützliches habe ich noch. Eigentlich war die zum Transportieren. Eine Tasche. Ach, ich weiß gar nicht, wie teuer. Die war 1 Euro. Ne? Also eine schöne Jute-Tasche in einem schönen Rosa. Hammer. So, dann habe ich... Die hatte ich ja schon mal. Da habe ich mir eins hiervon und ein Schaf. Weil die waren mir am Anfang zu teuer. Die sollten kosten... Ich weiß nicht, ob hier noch irgendein Preis drauf ist. Auf jeden Fall waren die mir wesentlich zu teuer. Hier steht... Moment. Irgendwas mit 9 Euro. Und ich meine, die habe ich oft da. Also immer, wenn ich da war, habe ich die gesehen. Nein, noch zu teuer, noch zu teuer. Und dann waren sie zuletzt 3,50 Euro. Und ich meine, als ich das letzte Mal da gewesen wäre, war davon noch 50%. Deswegen habe ich mir eins je Sorte mitgenommen. Ja, und jetzt waren 4 Stück 1 Euro. Okay, und die sind wirklich hochwertig verarbeitet. Hat man mal was zum Verschenken. Eins behalte ich auf jeden Fall noch. Vielleicht auch 2, weil ich finde immer beim Deko so 3 Teile sieht immer ganz gut aus. Ja, 4 Stück 1 Euro, da kann man ja nicht motzen. Ne? Also richtig cool. So, ja, dann noch was Nützliches. Ich habe, kennt ihr doch bestimmt von der Höhle der Löwen, das Beauty Light. Kostete damals 30 Euro. Ich habe eins. Meine Tochter hat auch eins. Und ich bin total zufrieden damit. Wirklich Oberhammer. Und hier hatten die jetzt, ne, dieses Miracle Beauty Light. Hier, das kann man halt mit hier oben so an den Spiegel machen. Ich war 3 Euro 84. Irgendwie sowas. Zwischen 3,50 und 4 Euro irgendwas. Mega cool. Ja, kommt eventuell ins Badezimmer, weiß ich noch nicht, weil da hängt noch nichts. Und da ist das Licht auch sehr dürftig. Oder ich nutze es im Bastelzimmer, weiß ich noch nicht. Aber für den Preis musste das auf jeden Fall mit und wird ausprobiert, wie das dann beim Filmen so, ob das funktioniert.
So. Ja, dann habe ich einmal hier diese Pins. Fand ich ganz nett hier mit dem Panda und das Herz und auch der Fuchs. Ja, fand ich ganz niedlich. 2 Euro minus 75%. Muss man nicht motzen, ne? Von 3,99 oder ging das? Das war nicht teuer. Nee, ich glaube, das gilt da drauf. Und dann war jetzt 2 Euro und ich weiß nicht. Auf jeden Fall nicht 2 Euro, ich glaube 50 Cent irgendwie sowas. Müsste ich nachgucken, aber günstig. Das war in der Wühlkiste. Die haben ja fast nur Wühlkisten, ne? So, ja, dann mache ich das jetzt erstmal. Welches hatte ich offen? Ich glaube, das war offen. Und zwar ist das eigentlich für zur Fensterdekoration. So soll das dann aussehen. Ne? Ursprünglich von Kreutwart 1,29. Hier gab es mindestens 50%, wenn nicht noch mehr. Also hat mich das 75 Cent gekostet. Und da nimmt man halt mal was mit, wo man, ja, wenn es teuer gewesen wäre, würde man sagen, ach nee, ne, zu teuer, um zu auszuprobieren. Ja, ich fand das richtig cool. Kann es halt ein bisschen biegen. Da sind diese Häuser und ich werde mir, was hier jetzt auf Niederländisch ist, werde ich mir überkleben. Also alles, was mir nicht so passt. Ne? Hier der Swarte Piet, den werde ich mir auch überkleben und gucken, wofür ich das gebrauchen kann. Emmy! So, alle ausgebellt, hoffe ich. Ja, alter Verwalter. Wie gesagt, das ist da drin. Dann ist hier noch ein bisschen Krepppapier drin und nochmal doppelseitiges Klebeband, so Streifen. Kann man ja auch gebrauchen. Und dann für 75 Cent. Ja, das habe ich zweimal und einmal noch in dieser Farbvariante. Nenne ich es mal so, ne? Farbvariante. So, ja, jetzt wird es sehr kartenlastig. Ihr wisst ja, die haben ja immer die Karten runtergesetzt. Alles 1 Euro. Hier sind 40 Karten drin. 10 Stück von, also so sehen die aus. Die werde ich so natürlich wahrscheinlich nicht nutzen. Vielleicht die ein oder andere Mal. Es geht mir darum, für 1 Euro, ich habe 40 Briefumschläge und ich habe 40 quasi Rohlinge, wenn ich mag, für ein Album oder. Billiger komme ich nicht dran. Deswegen durften die auch mit. Ich finde, es ist okay. Die Muster sind vollkommen okay. Ne? Dass man da ist überhaupt was geschrieben? Nein. Also das heißt, für jede Sprache kann man das nutzen. Also wir auch in Deutschland. Ne? Hier steht Postsegeltarif. Das heißt also normale Briefkarten, Briefmarke. Geht da drauf. Und ja, für mich halt gekauft eigentlich, um hier Cardstock zu haben und die 40 Umschläge. Trotzdem kann sein, dass die eine oder andere Karte mal verschickt wird. So, dann. Ja, wie gesagt, lasst euch durch die Preise nicht stören. War alles 1 Euro. Das packe ich jetzt mal aus. Das sind auch wieder Weihnachtskarten. Die waren jetzt gerade, die hatten Regale abgesperrt. Die waren gerade Weihnachtskram am Einräumen. Die Karten waren schon soweit. Obwohl da auch noch ganz viele Kartons standen. Aber es war halt jetzt gerade blöd. Ich denke, ich werde in 2 oder 3 Wochen nochmal fahren. Und dann mal schauen. Ich weiß, seht ihr, wie das funkelt, was das für tolles Glitzerpapier ist. Ne? Ja, ihr habt dann hier Cardstock. Hier steht natürlich was Niederländisches drin. Ne? Ja, richtige Kerstage in den Glücking New Year. Kann man überkleben, was anderes rein. Aber auch hier steht ja, ne, für die Niederländer, also man könnte das hier quasi lostrennen, hier was anderes drauf machen, dann hätte man hier dieses Teil, dieses Embellishment und man kann hier schön diesen Glitzer ausstanzen. Das ist halt mein Ziel. Der kommt gar nicht so rüber, wie der in der, oh, der schimmert und funkelt. Richtig cool. Und halt die Umschläge, das müssten 15x15 sein, sind auch drin. Ne, da decke ich mich ja Weihnachten immer ein. Was, wenn ich nicht schon genug hätte, ne? Aber naja. Ihr wisst ja, haben ist besser wie brauchen. So, und zwar, da sind einmal hier diese Weihnachtsbäume drin, einmal diese Sterne und dann 8 Stück. 4 Stück von jedem. So, das ist das. Dann
kommen wir hierzu. Hier habe ich auch den Preismapper. 15,36 Euro habe ich ausgegeben im Preismapper. Nur für die, die es interessiert. Vielleicht rechnet jemand mit. So. Ups. Alter Gauss. So, da haben wir. Da, die Kamera ist aber auch hier. Ich bin ja total schief. Sag doch was. So. Häng hier mit Brust am Tisch. Ja. So. Und dann diese hier. Mal gucken, was drin steht. Ihr habt hier auf den Haufen geguckt. Mensch. Ja, okay. Auch wieder niederländisch. Könnte mal was drüber kleben. Dann kann man das so nutzen. Oder halt, guck mal, es ist. Oder halt auch so, ne? Oder einzeln. Wie man das möchte. Ich finde es cool. Ne? Also wieder zweckentfremden. Und da sind wieder auch Briefumschläge, diesmal in Rot bei. Also da würde ich eventuell auch mal, wer da Interesse dran hat, wenn das mehrere sind, dass ich sage, ich mache mal eine Rundtour. Das heißt eine Rundtour. Ich fahre mal zum Preismapper und hole hier Kartensets. Aber wie gesagt, es geht natürlich dann nicht nach Wünschen, sondern das, was da ist. Und da kostet je 1 Euro und dann müsst ihr den Versand dann noch bezahlen, wie ihr das möchtet. Könnt mal drunter schreiben, ob ihr da Interesse zu habt. Ne? Verschiedene Kartensets, was weiß ich, man sagt 10 verschiedene Kartensets oder 15, was ihr möchtet. Und dann muss ich einen Karton suchen und dann schauen wir mal. So, hier haben wir wie viele drin? Eine Menge. 30 Stück. Einmal diese. Ne? Oh, das sogar in Englisch. Sehr schön. Dann das hier. Und das kann man auch für ein Album zweckentfremden, ne, wie man das möchte. Oder halt auch so verschenken oder als Geschenkanhänger. Ne? 30 Stück für 1 Euro. So what, ne? Auch das. Ich fand die halt sehr schön, sehr schlicht. Hier auch wieder Merry Christmas and a Happy New Year. Und da sind natürlich passend diese kleinen, der geht jetzt nicht auf. In der Regel, da geht aber auf. Diese kleinen Umschlägelchen bei und die kauft die mal so. Ne? Da habt ihr schon 30 Umschläge. Also ich finde das richtig cool und da kann man ja vieles draus machen. Damals wieder oder, ne? So, das ist halt, na, hier außen ist halt immer drauf, was drin ist. So, dann habe ich diese Box auch noch mal, ne, mit diesen Mustern. Ihr seht, auch regulär wäre es nicht teuer, 2,99, ne? Aber wie gesagt, jede Box hat hier 1 Euro gekostet. Ja, feine Festtagen. Das ist natürlich wieder niederländisch. Das heißt, das würde ich als Rohling nehmen. Ja, hier ist auch niederländisch da drin. Ja, aber die Muster oben sind halt schön. Mit dem Kranz. Ihr habt die 30 Umschläge wieder drin. Und hier. So. Ja, richtig, richtig cool. Ja, einiges, was da war, habe ich auch schon gehabt von letztem Jahr. Ach, hier hat sich noch ein Sticker-Set habe ich noch mitgebracht. Das waren hier so. Ich fand hier das Haus und so so cool. Ich weiß, 40 Cent oder 50 Cent. So, und dann kommen wir, die hätte ich gern 2-3 Mal mitgenommen. Ich fand das so mega. Diese Karten war aber leider nicht da. Vielleicht finde ich sie das nächste Mal. Und zwar sind hier 10 Karten drin. Mit Umschlägen. Die Umschläge sind hier. Ich zeige euch die mal. So, ne? Klar, hier feine Festtagen. Ist natürlich wieder niederländisch. Aber jetzt guckt euch das an. Hier ist, seht ihr das? Ne? Das ist hier Plastik.
da ist dieses Eichhörnchen drauf, festgeklebt. Das heißt, das könnt ihr runter machen. Ihr habt hier cooles Plastik für Shakerkarten. So, und hier oben ist eine Nipsi drin. Wo ist er? Hier. Oh, kriege ich es rein? Ja. So, und dann steht die Karte, also auch eine schöne Kartenidee generell. Na, so sieht die Karte aus. Richtig cool. Aber, wie gesagt, ich rapp's auseinander. Ich nutze einmal das hier, dann nutze ich den hier, Cardstock. Dann hier, das kann man auch nochmal extra nutzen. Hier oben das überkleben oder auch hier ausschneiden, die Eichhörnchen extra nutzen. Und hinten habt ihr ja auch nochmal so ein kleines Ding. Richtig, richtig cool. Und das hier, die sind alle gleich. Und wie gesagt, allein wegen des Plastiks hätte ich mir die zwei- oder dreimal gekauft. Richtig cool, werde ich auseinander machen. Ja, auch für einen normalen Preis hätte ich das auch gekauft, aber dann natürlich nicht zwei-, dreimal. Wie gesagt, jetzt habe ich es auch nur einmal gekauft, weil es leider nur einmal da war. Aber das kommt. Wie gesagt, die waren ja gerade am Einräumen. Und von daher alles tutti. Ja, das war Preismapper. Jetzt zeige ich euch den Vibra. Es ist nicht viel, aber ein bisschen was. Weil da war ich ja auch jetzt erst. Was heißt, war ich erst? Aber so viel Neues haben die halt auch nicht immer. So. Also klein und fein. Einmal für 69 Cent. Für 69 Euro. Für 69 Cent. Diese Briefumschläge. 10 Briefumschläge mit also C6 und A6 Kartenrohlinge. Dann haben wir das hier. Das hatte, glaube ich, Elisabeth mir ja auch geschenkt. Aber ich finde das so schön, deswegen durfte das nochmal mit. Ihr wisst ja, einmal zum Liebhaben und einmal zum Verbrauchen. Und am liebsten noch einmal auf Halde. Ja, dann ganz normaler Cardstock für 1 Euro. A4 Karton in Weiß, 220er Grammatur. Dann nochmal Kraftpapier. Da sind 15 Blätter A 120 Gramm, 15 Blätter 250 Gramm, kostet 1,49. Und nochmal das Weiße. Und dann, ich hoffe, ich kriege das hier drunter. Eieiei, ich habe es noch nicht zusammengebaut. Ups. Ihr müsst es hier erstmal sehen. Ich hoffe, ich kriege es hier drunter. Die Ether-Schere. So, ich hoffe, es geht hier so ein... So, 8,99. Hat so süße Füße unten. Fand ich total mega. Ja, durfte mit. Ja, ihr Lieben, das war es jetzt auch mit dem Shoppen. Ne? Ihr habt gesehen, wir haben ordentlich bei Action geshoppt. Wie gesagt, kommt... verlinke ich euch auch unten in der Infobox nochmal. Wir waren bei... Preismapper, bei Die Grenze und bei Vibra und dann halt im Hobbyshop Wilms, aber das reichte auch, weil jetzt hat man wieder so viel Zeug. Erstmal verstauen. Ich freue mich, mit den Sachen zu arbeiten, nach und nach. Wie gesagt, ich habe noch viel abzudrehen. Es kommt, ne? Also von daher alles tutti. Und ja, ich freue mich, dass ihr uns begleitet habt, dass ihr dabei wart, die Videos guckt. Muriel lädt ja auch Videos hoch, müsst ihr mal gucken. Den Kanal von ihr verlinke ich euch auch unten. Und ja, ich würde sagen, bleibt bei mir, lasst mir ein Abo da, verpasst ihr kein Video, es bleibt immer spannend und interessant, hoffe ich doch. Ja, und das Wichtigste, bleibt gesund, wir sehen uns. Tschüss!